Hallo, das ist Tag 1 der Aufnahme und wir beginnen heute mit der Musik-Challenge. Und zwar die Aufgabe ist es, mit Alltagsgegenständen Musik zu machen. Und ihr macht daraus eine Doku, genau. Und wir werden meinen Schaffensprozess jetzt hier verfolgen. Irgendwie schien diese Aufgabe schwerer als gedacht. Ich stellte mir immer mehr und mehr die Frage, was ist Musik? Ist Musik auch Mayonnaise? Ja. Ich glaube, ich bin einfach musikalisch unbegabt. Die Challenge ist nichts für mich. Das Ziel scheint unerreichbar zu sein. Musik sind Töne in bestimmter, geschlechtlich bedingter Gesetzmäßigkeit hinsichtlich Rhythmus, Melodie, Harmonie zu einer Gruppe von Klängen und zu einer stilistischen, eigenständigen Komposition zu ordnen. Das ist Tonkunst. Das ist doch so Quatsch. Es war töricht von mir zu glauben, dass ein Wikipedia-Artikel mir helfen könnte, einfach so Musik zu verstehen und Musik mit Alltagsgegenständen machen zu können. Ich glaube, ich muss mir was Neues einfallen lassen. Ich beschwöre die Geister. Möge mir ein digitaler Geist. Ich hatte eine fantastische Idee. Ich dachte, damit könnte ich die Challenge gewinnen. Und zwar eine digitale Geisterbeschwörung. Ich werde die Musikgeister aus dem Internet beschwören und werde sie nach einem Ratschlag fragen, ob sie mir helfen können. Doch dann, was dann passiert ist, das habe ich selber nicht erwartet. Nikolai, Nikolai, was ist mit der Musik, Nikolai? Du musst die Musik fühlen, Nikolai. Viel zu oft für die Musik betrogen. Dabei ist die Musik eine Liebe. Sie ist die erste Liebe im Jugendalter. Sie ist frisch wie der Frühling und lebendig, belebt einen. Frisch wie der Frühling. Sie ist wie die erste Beziehung, bindet einen, erfüllt einen. Erfüllt einen mit Sinn. Wahre Liebe. Sie ist die Ehepartnerin, neben der man auch 60 Jahre später im selben Bett aufwacht, kurz vor dem Tod. Treue, Nikolai. Treue. Das ist die Musik, Nikolai. Die Musik merkt es, wenn du lügst. Jeden Satz, den du ihr sagst, musst du ernst meinen, Nikolai. Sonst verlässt sie dich. Einsamkeit, Einsamkeit. Du darfst die Musik nicht betrügen. Du darfst die Musik nicht belügen. Du musst die Musik lieben mit allem, was du hast, Nikolai. Das war eine wahrhaft
Unbeschreibliche Erfahrung. Spüre die Musik. Spüre die Musik, Nikolai. Spüre die Musik. Spüre die Musik. Spüre die Musik. Spüre die Musik. Sehe ich cool aus mit der Zigarette? Also, ich bin davon überzeugt, dass ich gerade das beste Musikstück ever erstelle. Ich habe die Musik gespürt. Das war wie im Traum quasi eine Eingebung. Da bin ich einfach rausgegangen und habe die Natur gespürt und die Musik. Ich glaube, das wäre das beste Projekt, was ich hier gemacht habe. Mann, nein! Alter. Das klingt alles beschissen! Ich bin nicht verrückt. Ihr seid verrückt, nicht ich. Hör auf, mich zu verurteilen. Verpiss dich und komm nie mehr wieder. Scheiß Postbote. Okay, hier haben wir einen Haufen Gegenstände, mit denen wir jetzt nun Musik machen können. Zum Beispiel hier. Ja, das klingt gut. Wann klingt das scheiße? Es tut mir sehr leid, was passiert ist. Ich bin nicht perfekt. Was willst du überhaupt von mir? Willst du noch provozieren oder was? Du hast mir nichts zu sagen. Du bist nicht mein Vater. Geht bitte. Geht bitte einfach weg. Ich glaube, das ist mir zu Kopf gestiegen. Ich bin nicht perfekt. Das ist doch alles Müll! Nein, 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 nein! Wir machen das alles von vorne! Also ich habe mich entschlossen, wieder von vorne anzufangen. Alles beiseite zu nehmen und einfach von vorne. Denn das ist kein Musikstück. Das ist der Sinn des Lebens. Ja, Mann, ich spür das. Das ist die Musik. Wir sind jetzt fertig geworden. Ja. Wir wurden gerade erst fertig, aber ich glaube, das ist viel zu schön, um das sich anzuhören. Die Musik war zu schön, aber
Das Beste mussten wir streichen. Wenn die Leute das gehört hätten, dann hätte es ihre Vorstellung und Wahrnehmung der Realität auf den Kopf gestellt. Das war eine Verantwortung, die ich nicht tragen konnte. Diese CC rauskommt, wird das Verständnis der Menschen verändern. Wir müssen jetzt das... Es ist mir sehr schwer gefallen, aber ich musste handeln. Es ist vorbei. Es tut mir leid, dass eure Dokumentation gescheitert ist. Aber das war auch ein schöner Monat. Der hatte seine Höhen und hatte seine Tiefen. Erfahrungen wurden gesammelt. Neue Seiten wurden entdeckt, von denen wir glaubten, dass sie gar nicht da wären. Das Leben ist manchmal sehr verwirrend und manchmal verirren wir uns in Challenges, die wir uns selber auferlegt haben. Wir versuchen, Erwartungen zu erfüllen. Jeder von uns tut das. Aber was ich dabei gelernt habe, ist, dass Perfektionismus ist der erste Schritt zur Selbstzerstörung. Und das Leben mit den ganzen kleinen Schritten, die wir halt machen, während wir in den Tag hineinleben und den Fehlschlägen, die wir erleiden, das sind eigentlich die elementarsten Alltagsgegenstände, die wir haben. Und die Summe all dieser Fehlschläge und Taten, die wir tun und Erfolge, das ergibt auch Musik. Und diese Musik nennt sich Leben. Ich kann das nicht.